ihr Lieben, herzlich willkommen zum Seelengeflügel-Podcast. Ich heiße Johannes, ich bin 26 Jahre alt und seit Januar 2020 im Homodea Content- und Service-Team. Sprich, ich bin auf der einen Seite dafür verantwortlich, dass die Inhalte auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden, sei es Kurse, Videos, Live-Events oder PDFs. Und auf der anderen Seite bin ich mitverantwortlich, dass ihr Antworten auf eure Fragen und Anliegen kriegt, sei es ob es per E-Mail, Chat oder in Facebook. Ich habe mir heute einen Auszug aus dem Kurs King is Back rausgesucht, da mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Zu Gast ist hier Fabio. Fabio ist nicht nur mein Arbeitskollege, sondern mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund geworden. Fabio hat sehr krasse, inspirierende Werte, die ich finde, dass sie in diesem Interview sehr gut zur Geltung kommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Lasst euch am besten selbst inspirieren und viel Spaß damit. Hey, liebe Männer und liebe Kings. Ich freue mich ganz, ganz doll, euch heute einen echt coolen Typen und gleichzeitig einen Mann vorzustellen, der in meinem Leben mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden ist. Und ich möchte dich fragen, wenn du an Männer denkst und an das, was du schön findest in Männern, was du als gutes männliches Vorbild verstehst, also wer fällt dir da in deiner Umgebung ein? Also wer berührt dich? Mir ist es lange Zeit so gegangen, als ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, dass mir wirklich Männer gefehlt haben, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, also das ist eine Form von Männlichkeit, die berührt mich tief im Herzen. Und deswegen bin ich ja nach wie vor immer noch sehr froh, wenn mir einer davon begegnet. Und einer davon ist gerade hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Fabio. Hallo, Veit. Nee. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Freut mich sehr. Danke, dass du hier bist. Ich meine, es ist gerade... Für mich persönlich ist das eine total vertraute Situation, weil wir arbeiten jeden Tag miteinander. Aber ich habe vorhin gerade für dich gehört, das ist tatsächlich das erste Mal, dass du vor der Kamera bist. Ja, das stimmt. Also heute das erste Mal, bin auch sehr nervös und freue mich aber total auf dieses Gespräch. Ja. Fabio, ganz kurz zum Background. Also ich habe vorhin gerade überlegt, wie lange arbeitest du jetzt in der Company? Ich bin jetzt ein Jahr bei euch. Ein Jahr erst. Also ich habe das Gefühl, das ist schon viel, viel länger. Du hast dich wahnsinnig tief eingegraben in der Zeit und ich möchte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um mich ganz, ganz toll bei dir bedanken für das, was du was du mit reinbringst in die Company. Also an Kompetenz, aber auch wirklich an Herzblut. Dankeschön. Ja. Bedeutet mir sehr viel. Gerade Homodea ist für mich echt Heimathafen geworden. Hm. Und dadurch, dass ich euch eigentlich gar nicht gekannt habe, ist es noch umso schöner. Und es fühlt sich gerade echt gut an, dass du das sagst. Okay. Fabio, als ich dich gebeten habe, mit mir gemeinsam hier ein King-Interview aufzunehmen, hattest du eine Idee, worum es geht? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber wenn du an King is Back denkst oder an Männlichkeit und den König in uns denkst, also was fällt dir dazu ein, was berührt dich da? Ich denke erstmal so, also wenn ich an King denke oder an Männlichkeit, dann denke ich erstmal Stärke. So, dass man einfach hart sein muss, nicht Gefühle zeigen kann erstmal. Und das macht es dann erstmal so für mich ein bisschen schwierig zu denken, okay, bin ich ein King? Kann ich ein King sein? Was erwartet man von mir, um ein King zu werden? Das heißt, der Begriff ist eher negativ für dich besetzt. Erstmal schwierig, ja. Erstmal zu denken, könnte ich überhaupt ein King sein? Was ist für dich, was macht für dich ein positives Mannbild aus? Also was sind Eigenschaften eines Mannes, die dich tief berühren, von denen du sagst, hey, so möchte ich auch sein, das möchte ich leben? Ja, also erstmal ein Mann sollte für mich unglaublich respektvoll sein.
Und ich sehe sehr gerne Männer, die ihre Frauen gut behandeln oder ihre Partner, Partnerinnen. Das ist auch für mich sehr vorbildlich. Also so möchte ich auch sein. So sehe ich meinen Vater. Und ja, also ich wollte gern mit dir sprechen, weil du für mich einer, also der lebendigen Männer in meiner Umgebung bist, die mich am tiefsten berühren. Ich würde gern mit dir über Ehre sprechen, ich würde gern mit dir über Liebe sprechen und ich würde gern über den König sprechen, den ich zum Beispiel in dir sehe. Gerne. Ja. ganz kurz zu deinem Background. Also du kommst ursprünglich aus Italien? Also meine Eltern sind ursprünglich aus Italien. Mhm. Sie sind hierher gekommen, sage ich jetzt mal, als zweite Generation Gastarbeiter damals. Also mhm. Mein Vater mit seiner Familie. Die haben hier für eine deutsche Familie gearbeitet auf einer Rosenplantage. Und von dort aus hat sich so der Weg für meinen Vater geebnet. Der hat dann als einer von zweien sich dafür entschieden, hier zu bleiben. Hat dann meine Mom kennengelernt, beziehungsweise es war dann irgendwie so, er ist nach Italien gegangen und dort ist er halt so, ja, komm, ich zeig dir mal ein schönes Mädchen. Ich muss unbedingt kennenlernen. Und mein Papa, der war halt, ja, der ist wie ich, so ein schüchterner Kerl eigentlich so. Hat aber gesagt, ja, das mache ich. Und dann war das so wie so ein für ihn, also ein Sommer, ein kleines Sommermärchen. Hat dann meine Mama direkt hierher gebracht. Er selbst ist Gastronom geworden, hat sich selbstständig gemacht. Und ja, dann kam irgendwann mal sein erstes Kind, also mein Bruder und dann ich. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26. Ich würde gerne mit dir über deine Schulzeit reden. Weil ich habe durch Gespräche mit dir mitbekommen, dass die nicht angenehm für dich gewesen ist, sondern mit vielen Herausforderungen verbunden war. Ja, also die Schulzeit und die Kindheit war für mich schwierig. Also dadurch, dass halt ich viel Zeit mit mir allein hatte und ich oftmals bei Babysitterinnen oder bei meinen Verwandten dann war. Ja. Warum? Weil deine Eltern gearbeitet haben, oder? Ja, also Gastronomie ist, wir waren voll eingebunden. Also wenn ich Zeit mit ihnen verbringen wollte, musste ich auch in der Gaststätte sein, aber das war halt in der späten Abendstunde dann für mich dann auch nicht mehr möglich. Das war für mich, glaube ich, auch ein ausschlaggebender Punkt, was einiges in meinem Leben verändert hat. Also im Großen und Ganzen kann man so zurückdenken, seitdem ich ein kleiner Junge bin, mit 3 Jahren, war ich schon übergewichtig. Das hat sich durchgezogen, als ich war in der Grundschule, war ich schon 50 Kilo schwer. Ich muss dann auch mal, meine Lehrerin wollte, dass ich dann vor allem mal, also was heißt vor allem, es waren ein paar in der Klasse im Klassenraum, sie wollte, dass ich mich wiege. Vor den Leuten. Ja, also es waren halt noch ein paar andere Kinder da und ich musste mich dann halt wiegen und die haben das halt auch mitgekriegt, ja. Und weil sie hat mich gefragt, wie viel wiegst du und ich konnte, ich wollte sie nicht sagen, warum soll ich ihr das sagen? Ja, und dann habe ich das halt gemacht und die war dann schockiert und ich meine, klar hat sie dann meinen Vater angerufen und hat gesagt, hier stimmt absolut irgendwas nicht und das hat dann viele Wellen losgetreten. Wie alt warst du da? Also Grundschule, so 9. Vielleicht, ja doch, 9, vielleicht noch jünger. 8. Und dann bin ich auch in die erste Kur gegangen. Also das hat auch alles so losgerollt, dass dann mein Hausarzt auf die Füße getreten wurde. Er soll irgendwas tun. Und dann, ja, es wurden halt irgendwie Mittel und Wege gesucht, was man tun könnte. Und dann bin ich in eine Kur gegangen. Wurde dann 6 Wochen bin ich dann abgetrennt von allem gewesen. Was für mich auch hart war, weil ich habe meine Freunde liegen lassen, habe alles liegen lassen, 6 Wochen.
ich kam zurück, es war alles schön, ich hatte ein paar Kilo weniger, alles klar, aber es hat nichts, also ich könnte dir heute sagen, dass es nichts gebracht hat. Hm. Es hat alles nur schlimmer gemacht. Und ja, es ist dann halt weitergegangen. Bin mit 12 kam die nächste Kur. Also das heißt, das Thema war nicht vom Tisch, sondern... Nee, es wurde meiner Meinung nach von Jahr zu Jahr schlimmer. Und auch ich konnte irgendwie nicht so richtig Fuß fassen im Leben. Mhm. Ich hatte irgendwie keinen... Also es war kein Anhaltspunkt da für mich. Ich habe niemanden gehabt, der... Keine Ahnung, mir hat ein Vorbild gefehlt. Mhm. Mir hat irgendwas gefehlt, wo mir vielleicht das Richtige vermittelt. Also habe ich meinen Papa gehabt, wie mein Papa konnte ich in dem Moment gar nicht sein. Mein Papa, ich habe auch gar nicht verstanden, was mein Papa so alles drauf hat und was er macht, weil er war halt meistens arbeiten. Mhm. Ich wusste halt eins, dass er mich lieb hat. Mhm. Das wusste ich. Mhm. Und das habe ich auch gespürt jeden Tag. Aber ja, das war halt nicht da. Wie sind die anderen Kinder damit umgegangen? Weil Kinder sind ja oft grausam mit solchen Sachen. Ja, habe ich Spitznamen bekommen. Hm. Meistens. Ich habe mich halt stärker gezeigt, als ich war. Hm. So, ich war halt auch größer und kräftiger als die anderen. Mhm. Und dann hat sich das halt so gespielt, dass ich irgendwie so durchgehalten habe. Mhm. Ich habe mich halt durchgemogelt so in der Grundschule. Und es gibt Fotos oder so. Also wenn ich das jetzt angucke, dann ist das Schlimmste, was einem Menschen eigentlich passieren kann. Also für mich, weil das kriegst du nie wieder. Die Zeit ist rum. Mhm. Und ja, als es dann in die weiterführende Schule ging, ist eigentlich noch schlimmer geworden, so. Weil dann merkst du, okay, jetzt bist du nicht mehr ein Kind, jetzt geht's nicht mehr um Lego spielen oder im Wald spielen oder, sondern jetzt geht's langsam darum, dass du mit Freunden weggehst, Mädels suchen, also, den Punkt konnte ich nie mitspielen. Ich war da und ich war immer so der gute Freund. Mhm. Das war für andere, war das so, das hat denen auch noch wahrscheinlich Spaß gemacht, so. Also Fabio kommt mit. Fabio hat zum Beispiel einen Roller. Fabio fährt bestimmt jemand noch hinten drauf mit, dass er so der Vermittler ist, so mittendrin. Also, dass du eher benutzt worden bist. Genau, ja. Mhm. Ja. Und ich habe dann halt irgendwann mal die Rolle so komplett angenommen. Mhm. Hab dann das Gefühl gehabt, ich tue irgendwas Gutes, wenn ich das so mache. Mhm. Und irgendwann, die Zeit ist halt rum. Die Zeit ging immer schneller rum. Hm. Ich wurde immer schwerer. Zwischendurch war ich in mehreren Kuren. Jedes Mal wieder weg von meinen Freunden, weg von allem. Weil ich auch heute sagen kann, ich denke nicht, dass es meine wirklichen Freunde waren. Hm. Weil meine Person, also wie ich selbst war, hat keiner wertgeschätzt. Und ich weiß auch warum. Ich glaube, ich hab mich wahrscheinlich selber nicht mal gekannt. Ich wusste selber nicht mal, wer ich bin. Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, was für ein Junge ich sein kann. Oder wer will ich werden? Was will ich machen? Ich hatte Träume, ich wollte vieles werden. Ich habe viele Berufsgruppen, aber mir hat einfach die Schule gefehlt, mir hat alles gefehlt. Mhm. Also, es war nichts da. Die einzigen, die an mich geglaubt haben, die halt immer gedacht haben, hey, du, der irgendwann packt das, waren meine Eltern. Mhm. Und meine Mama, die hat sich auch immer drum gekümmert. Ich weiß es noch. Also es war wie so eine Lebensaufgabe für sie, aber manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe ihr sogar noch Lebenszeit geraubt deswegen, weil sie sich immer um mich kümmern musste, so. Mhm. Fabio, du pass auf und das geht nicht. Und sie hat immer geguckt, Essen versteckt und so. Es war wirklich krass. Ich war, wenn ich drüber nachdenke, richtig schlimm. Also wie viel hast du gewogen in deiner Höchstzeit?
Also das Schlimmste waren 160 Kilo. 160 Kilo. Du bist ja jetzt auch nicht der absolute Riese. Wie alt warst du da? Da war ich 19. Kannst du dich an die Gefühle erinnern, die du damals hattest? Also war da Wut, war da Verachtung, war da Traurigkeit, Resignation oder? Alles. Alles davon. Also am meisten eigentlich so Angst, dass ich das nie schaffen werde, da rauszukommen. Und dann klar Wut. Ich stand manchmal vorm Spiegel und wollte es mir am liebsten abschneiden. Hast du irgendjemanden gehabt außerhalb deiner Eltern, also mit denen du wirklich ehrlich drüber sprechen konntest? Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat sich das angehört, aber der hat sich das angehört. Er war halt auch nicht, ich meine, was will ich von ihm erwarten? Er war in meinem Alter, der hat wahrscheinlich noch gar kein Verständnis für sowas gehabt und warum auch. Ich meine, er hat sich's angehört, es war schön. Jemand war da zum Anhören oder zum, dass ich es ihm erzählen konnte, aber der hatte ein perfektes Leben und ich nicht. Jetzt ist ja, jetzt sitzt du so vor mir, wie du hier vor mir sitzt. Ich weiß, wie reich du innerlich bist. Ich weiß, wie glücklich dein Leben jetzt mittlerweile ist. Wo und wie war der Turning Point? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Weihnachten. Und wie alt warst du da? 19. Die Hose, also die größte große Hose, die ich hatte, passte auch nicht mehr. Scheiße. So, ja. Kumpels wollten weggehen. Ich konnte nicht mit. Ich konnte nicht auf so eine Feier gehen. So peinlich. Na, meine Cousine angerufen. Ey, und wie geht's? Ja, ich war jetzt mal so. Ich kann wissen, was soll ich dir sagen? Wenn mir ist alles scheiße. Das war so der Moment, wo ich in mich gegangen bin und habe gesagt, ey, okay, Spaß. Ich komme zu dir, Maria, ich komme zu dir und wir klären das, wir machen das. Also. Und dann habe ich einfach entschieden zu sagen, okay, ich werfe jetzt alles hier weg, was ich habe. Muss neu anfangen. Ich bin dann, habe dann alles abgeklärt mit der Familie und bin dann nach Italien geflogen. Warum nach Italien? Weil dann nur meine Familie, also nur die Familie von meinen Eltern war. Also Verwandtschaft. Und die waren auch so ein großer Teil in meinem Leben, wo immer so gehofft haben, dass Fabio kommt dieses Jahr, vielleicht ist er jetzt, hat er es geschafft, oder? Also die waren auch immer dran, dass es für mich auch besser läuft. Klar war es für mich jedes Jahr, immer wenn ich hingegangen bin, das ist immer schlimmer, weil ich habe nie irgendwas gezeigt, was ich kann, oder es ist nie konnte was gehen. Hast du dich geschämt? Sehr, ja. Ja, also das hast du auch gefühlt. Ja. Und ich habe halt erstmal geguckt, was muss ich machen? Ich gehe nach Italien, ich versuche dort mein Glück. Ich brauche hier einen Job, habe davor noch Bewerbungen geschickt, dann alles gekriegt, auch dann einen Ausbildungsplatz gesucht. In Italien? In Deutschland. In Deutschland, okay. Und habe dann das große Glück gehabt, dass mich jemand tatsächlich anhören wollte, auch mit dem Gewicht. Ich meine, klar, auf dem Bild hat man es nicht gesehen, aber damals, mein damaliger Chef hat dann gesagt, okay, kommst dann einfach. Ich habe es ihm versprochen. Ich habe gesagt, ich komme zurück und werde weniger sein. Wie viel Zeit hast du dir da gegeben? Also zwischen nach Italien fliegen und zurückkommen? Ich glaube, es war März und die Ausbildung hat dann im August begonnen. Okay. Also es war schon Zeit da, was zu ändern. Und diesmal musste ich. Und dann bin ich los, weiß noch ganz genau. Ich stand dann im Flughafen und ich bin so ein absoluter Fan von Sylvester Stallone, Rocky.
Und das war so ein Kindheitsding, da habe ich mir immer die Musik angehört. So. Da gibt es ja so geile Soundtracks drin. Ja. Und dann habe ich mir das in den Kopfhörer rein, bin ins Flugzeug rein und gesagt, so jetzt Final Countdown, jetzt geh Eye of the Tiger, jetzt hau ich's raus. Ja. Hab mich in den Flieger gesetzt, kam, da habe ich angefangen, über alles nachzudenken. Mhm. Und habe mir überlegt, okay, du machst das jetzt genauso, wie das dir gesagt wird. Mhm. Und denkst an nichts anderes. Weil da ist niemand, wer dich ablenken kann. Keiner kann sagen, hey, Fabio, wie wär's? Komm, fahren wir jetzt mal kurz ins McDonald's oder sowas. Ja. Oder hey, gehen wir mal dahin und trinken was oder sowas. War nichts da. Also bin ich dort angekommen. Meine Cousine hat auf mich gewartet. Sie hat mir gleich einen Termin gemacht bei ihrem Mann. Er selbst ist mein damaliger Lehrer gewesen in der Zeit. Er ist Karatemeister. Cool. Und selbst auch Semi-Profi beim Fahrradfahren. Und der hat sich dann mir angenommen. Hat gesagt, Fabio, du kommst zu mir zweimal die Woche. Und dann möchte ich, dass du nur das tust, was ich dir sag. Und dann habe ich ihn gefragt gehabt, ja, was mache ich da? Hm. Und dann hat er gesagt, ja, du machst Sport. Dann habe ich gesagt, ja, Krafttraining und so. Hm. Nein, hat er gesagt, du läufst und du laufst nur. Und dann hat er jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, dann bin ich nur gelaufen. Und seine Schüler. Auf dem Laufband oder? Nee, in seinem Dojo. Ah, krass. Ja. Das heißt, die haben trainiert auf der Matte und du bist. Und ich bin einfach nur gelaufen. Ja. 1,5 Stunden lang. Nur gelaufen. Also nicht schnell oder so. Einfach, er wollte nur, dass ich laufe. Ja. Ich habe es nie verstanden. Erstmal, also zu der Zeit habe ich nicht verstanden, warum. Aber so mittlerweile kann ich mir vorstellen, warum. Ja. Ich denke, er wollte einfach nur wissen, wie sehr ich das Ganze will und weitermache. Ja. Und irgendwann hat er dann halt mir noch weitere Übungen gezeigt, die ich dann halt machen konnte, aber es hat dann eher was mit denen zu tun gehabt, also leichte Sachen. Mhm. Einfach, dass ich ein Gefühl für Sport bekomme. Das hat mir richtig gut getan. Also hast du ja mega Glück gehabt, dass du so jemanden getroffen hast. Ja. Das war richtig gut, ja. Und wie ging es dann weiter? Ich habe mich dran gewöhnt. Mhm. Und ich habe ja dort eine Ernährungsberaterin, also sozusagen eine Ernährungsberaterin gehabt, die hat halt eine gute Maschine gehabt, da konnte ich mich draufstellen. Diese Maschine hat dann gemessen, wo mein metabolischer Wert ist. Mhm. Und ich bin hingegangen und war tatsächlich ein fast 60 Jahre alter Mann. Scheiße. Ja. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht, so ich war ja gerade 19. Ja. Aber ich habe das Ding runtergebollert. Nach ein paar Monaten habe ich das Ding so runtergekracht, dass es irgendwann mal halt 30 war. Hm. Also es hat funktioniert, es hat alles funktioniert. Und ich habe gesehen, jetzt funktioniert es wirklich. Mhm. Und ich habe viel, viel Zeit für mich gehabt und habe gemerkt, was mir gefällt. Also ich habe auch gemerkt, dass Alleinsein mir gefällt. Mhm. Dass ich gar nicht irgendwie jemanden brauche außenrum. So. Du bist auch schon eher intro, oder? Also introvertiert, oder? Hm? zu Hause, wenn du bei deiner Familie bist, bist du ein Quasselstreppe, oder? Nee, nicht so. Also ich rede gern über Themen, Filme oder so, aber ich bin jetzt keiner, der anfängt, jetzt hier die großen Reden zu schwingen eigentlich. Mhm. Eigentlich nicht. Ja, das war echt krass. Ich habe mich irgendwie kennengelernt und habe dann immer mehr Ziele für mich gefunden und habe gemerkt, dass Ziele setzen total cool ist und Ziele erreichen noch viel geiler. Hm. Und das Nächste, was mir dann eingefallen ist, so okay, du kommst zurück und dann was machst du dann? Und da musste ich erstmal so drüber nachdenken. Geh jetzt meine Ausbildung machen. Und dann werde ich Restaurantfachmann. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ich war dann, als ich in Deutschland zurück, also da war, war ich 22 Kilo weniger. Das ist ja schon eine krasse
Krasses Gewichtes. Also es waren dann nur noch 138 oder sowas. Mhm. Und es war nicht wirklich viel weniger. Mhm. Aber ich konnte ein Hemd anziehen. Mhm. Also ein Hemd, wo ich nicht aussah, wie weiß das ich was. Und das habe ich halt gebraucht für die Gastronomie. Das war halt wichtig, dass ich ein Hemd trage. Konnte ja schlecht mit einem T-Shirt dahin gehen. Ja. Und die ersten Tage habe ich gewusst, okay, das werden schwere Tage, weil ich werde als schwerer Mann da durchlaufen mit Tabletts und so. Und die Menschen, die werden nur warten. Hm. Die warten nur drauf, dass du einen Fehler machst, um dich auszulachen. Hm. Und es ist so. Also das hast du auch so erlebt? Ja. Hm. Es haben alle nur drauf gewartet, dass du einen Fehler drauf machst. Also egal, wo du hingehst. Also wenn man sich das vorstellt, so 1,60 groß, und fast genauso breit, ins Schwimmbad zu gehen oder egal, wo man hingeht, man ist immer der Blickfang. Und jeder lacht dich aus. Du fühlst es so, dass es jeder tut. Macht nicht jeder, aber es fühlt sich so an. Du kommst nie an, die Gesellschaft sieht dich immer nur als das eine Objekt, so dieses Nicht-Normale. Und ich war mir ganz bewusst, wenn ich da jetzt als Kellner anfange, dann wird es erstmal richtig krass am Anfang. Aber ich habe gesagt, ich muss da durch, weil ich habe das mein Leben lang jetzt schon durchgemacht und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich das nicht mehr mitmache. Und dann habe ich Gas gegeben und ich habe meine Diät, die ich gekriegt habe in Italien, nicht mehr gemacht. Nicht mehr gemacht? Nicht mehr gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache keine Diät mehr. Ich habe das Ding weggeschmissen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt so, wie ich das sage. Mhm. Ich habe mein Essen noch mehr halbiert. Mhm. Und dann habe ich nur noch, ich glaube, 300 Gramm Obst. Das habe ich mir immer abgewogen, morgens. Mhm. Und ich habe um 17 Uhr so eine Portion gegessen, die so, also gerade so groß war, also Handfläche. Und das habe ich dann monatelang so durchgezogen. Und dann habe ich in der Woche 2,5 Kilo abgenommen. Und dann ging es ratzfatz, so zack, 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 krass. Zack, 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 zack. Bin dann alle 3 Wochen mir immer neue Hosen kaufen, immer neue. Ey, das muss doch eine Feier gewesen sein. Hast du das auch so gefühlt? Ja, brutal. Ja, brutal. Du musst ja wie, ich hole mir mein Leben zurück. Es war ein richtig geiles Gefühl. Gerade so, wenn die Leute dann immer so gesagt haben, ey, was ist mit dir los? Bist du krank? Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht krank, ich bin voll da. Zeig dir wo. Und dann ging das immer schneller und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann war ich genau bei 70 Kilo. Einfach nur, um das nur darzustellen. Also ich war dann gerade 20 geworden. Also das ist alles in diesem Jahr passiert. Und dann, ja, war ich, glaube ich, ich wurde dann 20, dann war ich im ersten Ausbildungsjahr und ich kam bei der Arbeit, also die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, dass es voll mein Leben ist, so Kellnern. Mhm. Gemerkt, wie der Dienst am Mensch mir eigentlich gefällt, also was es in mir auslöst. So. Was löst es an dir aus? Weil das finde ich auch, das sehe ich, dass dir das total viel Spaß macht. Wenn ich zum Beispiel an den Tisch gegangen bin, und da saßen so 2 ältere Damen zum Kaffee und Kuchen. So, ich wusste, dass die machen am Tag wahrscheinlich nicht viel, so spazieren ein bisschen und ihr Highlight ist so mit der Freundin sich zu treffen, an den Tisch zu sitzen, ein Stückchen Kuchen zu essen, drüber zu reden, vielleicht wie der Kuchen gemacht wurde oder so. Mhm. Und ich habe mir das war für mich ein super Gefühl, ich war Teil davon, dass denen ihr Tag einfach korrekt verlief, also gut verlief. Mhm. Und denen ihr Grinsen, so wie sie sich mich dann angeguckt haben, wenn ich ein Stück Kuchen gebracht habe, das hat mir so gut getan. Das wollte ich für alle. Mhm. Und egal wie hart und anstrengend diese Arbeit war, jeden Tag war das für mich ein Kampf, weil wir stundenlang immer gearbeitet, also wirklich lange bis in die Abendstunden, von morgens bis abends. Es war echt hart. Aber es war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe Härte gebraucht. Ich musste mir mal klar werden, dass das Leben nicht einfach ist. Und dass nicht immer Papa da ist, der dir sagen kann, hey, ich helfe dir. Oder so. Ich muss selber durch und das war genau richtig. Und das gab mir so das Gefühl, ich mache alles korrekt.
egal, ob vielleicht ich nicht so, ob das nicht vielleicht das ist der Mega-Traum, den ich jemals hatte, aber es wurde dann irgendwann mal der Traum. Ich wollte der beste Kellner werden in diesem Laden. Hm. Keiner sollte besser sein als ich. Hm. Das war so. Kann ich voll fühlen. Ja. Ja. Und dann, ja, irgendwann mit der Zeit ging das auch los, dass man auch für Frauen interessant wird. Klar. Es muss ja wie ein neues Leben für dich gewesen sein. Also es war genial. Also schnell laufen, Sport machen. Ja. Ich konnte rennen. Ich war so schnell. Also es war so krass, weil ich konnte niemals so schnell laufen. Warst du stolz? Ja, mega. Ja. Mega. Bist du jetzt noch stolz, wenn du daran denkst? Ja. Also es ist so ein Traum immer noch. Hm. Manchmal konnte ich gar nicht realisieren, dass es weg ist. Hm. Ich stand vorm Spiegel und wollte es dann, habe gedacht, jetzt, ich bin, glaube ich, wieder dick. Mhm. So. Aber es war nicht so. Hm. Hat sich nur so in meinem Kopf eingebrannt gehabt. Ich bin auch nachts aufgewacht, wie in einem Albtraum, habe gedacht, scheiße, ich bin wieder so. Hm. Aber es war nicht so. Ich habe dann immer erst kontrolliert, ist alles da? Also ist weg und so. Und ich habe dann gemerkt, okay, passt alles. Es wurde dann auch irgendwann mal so psychisch eine Sache. Also, dass ich dann tatsächlich, also ich habe mich dann irgendwann mal runtergehungert auf 57 Kilo. Mhm. Und natürlich für mich war das richtig geil, so, weil ich konnte alles anziehen und ich war jemand, ich laufe da raus und endlich gucken dich alle an und nicht irgendwie so angewidert, sondern die gucken dich ganz anders an. Mhm. Und plötzlich, da habe ich mich tatsächlich gefühlt vielleicht wie ein König. Mhm. Ja. Aber das war dann quasi schon wieder zu sehr ins andere Extrem. Ja. Mhm. Ich habe immer noch nicht verstanden gehabt, wie ich eine richtige Balance ins Leben bekomme. Das hat gefehlt. Hm. Ich habe jetzt verstanden, wer ich war. Mhm. Aber mir hat dieses Gleichgewicht gefehlt im Leben. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, dass irgendwas fehlt. Mhm. Und was hat gefehlt? Also so einer der größten Wünsche überhaupt, so meine Familie. Mhm. Und das war dann das Nächste, was ich mir geholt habe. Kannst du dich daran erinnern, als du deine Frau zum ersten Mal gesehen hast? Ja. Ja? Ja, wir waren feiern, haben uns kennengelernt beim Tanzen. Mhm. Und die sah so gut aus. Also es war ja, so richtig schön. Mhm. Genauso, wie ich mir eine Frau vorstelle für mich. So. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, ich war mit meinem Cousin, ich sag, die will ich haben. Mhm. Also ich habe ihm gesagt, ich hol mir die, klar. So reden so Italiener? Ja, also wir haben auf Kalabresisch gesprochen, da hört sich das halt so nochmal ein bisschen krasser an. Okay. Ja. Aber. Also schon so im Sinne von, okay, die mache ich, klar. Ja. 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 Also so im Sinne von, okay, als Freundin, oder war dir da schon klar, okay, nee, das ist meine Frau? Nee, das war mir klar, dass das die Frau wird, auf jeden Fall. Also dir war klar, du hast sie das erste Mal gesehen, wusstest, dass es... Also es hätte echt wirklich brutal schlecht laufen müssen, dass ich mich da irre, aber ich hab so ein Gefühl gehabt. Und es war halt auch tatsächlich so, wir haben uns auch nicht gleich geküsst oder so, sondern es war wirklich so, dass wir so richtig vorsichtig miteinander waren. Mhm. So als ob es ganz zerbrechlich sein könnte. Mhm. Das war für mich genauso wie sie, für sie. Mhm. Und wie alt warst du da? 2015, 21. Mhm. Ist ja krass, alles in einer unglaublich kurzen Zeitspanne alles passiert. Ja, ging alles relativ schnell. Mhm. Mir war auch aufgefallen, dass es, also selbst dieses Single sein und machen können, was man will und tatsächlich mal machen können, was man will, ist auch nicht alles im Leben. Mhm. Also für mich in dem Fall nicht. Also ja, als wir uns dann ausgetauscht haben, ja, dann haben wir, dann habe ich halt ihr über Facebook geschrieben und gesagt, hey, wollen wir uns mal treffen? So. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich habe gesagt, also in meinem Kopf, wenn sie Nein sagt, dann habe ich echt verschissen, aber sie sagt ja. Mhm. Sie wird ja sagen, und dann hat sie es gemacht und dann habe ich sie abgeholt. Ich habe damals so ein Fiat 500 gehabt und bin dann mit dem zu ihr nach Hause gefahren. Und dann habe ich sie abgeholt, dann sind wir spazieren gegangen einfach.
Und dann sind wir am Rhein spazieren gegangen. Und dann habe ich gesagt, jetzt küsse ich sie sofort. Und dann, als das dann passiert ist, dann wusste ich auch gleich, okay, jetzt geht's. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Also das soll da auch nicht irgendwie so was Schnelles werden. Mhm. Ich habe das in mir gefühlt. Mhm. Sie dachte immer, ich bin einer, der kommt nach der ist, ich komme und hau dann nach 3 Wochen ab oder so. Also so ein typischer Italiener. Ja. Gigolo. Hat sie das Gefühl gehabt, ja. Aber ich habe ihr immer gesagt, nee, gar nicht. Also es ist überhaupt nicht meine Absicht. Überhaupt nicht. Ja. Vor allem, weil ich nicht so ein Typ bin. Mhm. Also war ich noch nie. Mhm. Ich behandle Frauen so, wie ich meine Mutter behandle. Ja. Mein Vater hat, das habe ich so von meinem Vater gesehen, mein Vater trägt meine Mutter immer auf Händen. Ja. So, und beschützt sie in allen Richtungen und geht sanft mit ihr um und das wollte ich auch. Und das ist für mich schön, wenn man das so sehen kann. Ich kenne keinen Mann, der das Weibliche so ehrt und liebt wie du. Also was das betrifft, bist du ein echtes Vorbild für mich. Ich liebe es, dich darüber reden zu hören. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst, aber für mich bist du ein wirklicher, also ich kenne ja nicht alles von dir, aber also was das betrifft, bist du ein echter Mann der Ehre. Danke. Es hört sich jetzt fair, aber ich dachte, also wenn ich dir zuhöre manchmal oder immer, dann habe ich dasselbe Gefühl so von dir. Also weil du mir da unglaublich viel gibst, auch denk. Die Frauen brauchen uns. Und zwar voll an ihrer Seite. Weil es für die so schwer ist. Oft im Leben. Gerade für jüngere Damen vielleicht auch manchmal. Wo sie sich durchkämpfen müssen, wo der Papa oder so nicht da ist. Da können wir Jungs, die das sehen, wenn irgendwas schief läuft, können dazwischen gehen und das solche Werte müssen wir weitergeben. Sowas möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Also es ist ja so, weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber also ich glaube gerade in Italien, in italienischen Familien sind ja gerade die Frauen unglaublich starke Charaktere, die auch im Mittelpunkt stehen. Also die ja eigentlich, ich sag jetzt mal, Männer nicht wirklich brauchen, sondern wirklich aus sich heraus viel Power haben. So, was genau meinst du damit, wenn du sagst, die Frauen brauchen uns? Also du hast ja auch eine sehr starke Frau an deiner Seite. Also wenn es darum geht, dass ihre Gefühle verletzt werden, weil oftmals also so habe ich das zumindest mitgekriegt, dass Frauen oftmals benutzt werden. Oder sie betrogen, belogen werden, habe ich also aus meiner Erfahrung so mitbekommen. Und wenn wir sowas sehen, da müssen wir da sein. Augen öffnen. Also helfen. Du redest nicht nur von der Frau in deiner Familie, deiner Ehefrau, sondern du meinst wirklich alle. Alle Frauen. Alle, ja. Weil, ich meine, klar gibt es unter uns Männern auch welche, die auch Hilfe an der Stelle brauchen. Aber ich habe das jetzt persönlich vielleicht noch nicht mitgekriegt. Aber bei Frauen definitiv. Und wenn ich da meinen Fuß dazwischen stellen kann, dann stehe ich ihn dazwischen. Wir haben ja am Anfang über König gesprochen und du hast ja, also offenkundig siehst du eher, also ich sag jetzt mal, für mich ist das, was du vorhin als König beschrieben hast, eigentlich eher ein Tyrann. Weißt du? Also diese Härte etc. So das, was du gerade jetzt beschreibst, das ist für mich die Eigenschaft eines Königs. Zu sagen, also egal, wo ich eigentlich bin, wenn ich sehe, dass jemand verletzt wird, dass jemand nicht adäquat behandelt wird, dann gehe ich dazwischen. Und ich habe das ja auch wirklich schon ein paar Mal bei dir erlebt. Du meinst das ja wirklich so. Du laberst da nicht rum, sondern du lebst das wirklich. Das finde ich wunderschön zu sehen. Danke. Ja. Ist das hast du das Gefühl, das hat dir dein Vater beigebracht? Oder ist das einfach in deinem Blut. Weil bei mir ist zum Beispiel so, ich komme aus einer Familie, also meine Väter oder auch meine Großväter, die haben Frauen nicht geachtet. Also ich muss das erst lernen.
Ja, also ich habe mein, klar, mein, also an der Stelle war mein Vater immer ein Vorbild für mich. Gerade wenn ich andere Sachen vielleicht nicht gelernt habe unbedingt, aber das habe ich gelernt, dass es eine Ehrensache ist. Also unsere Frau oder unsere Frauen zu schützen und denen das Gefühl zu geben, dass die nicht irgendwie unter uns sind, weil das ist absolut nicht richtig. Sie sind neben uns und manchmal für mich sogar über mir. Weil die Frau, also ob ich jetzt meine Mutter oder meine Frau angucke, meine Frau bringt mir meine Kinder. Und das ist das Göttlichste, was mir jemand bringen kann. Also wer bringt mir schon was Größeres? Und das ist mein Ziel, diese Frau zu schützen bis zum, egal was passiert, egal was in dem Leben noch passieren kann. Sie hat mir meine Kinder geschenkt. Unsere Kinder. Das respektiere ich und das ehre ich bis zum Ende. So habe ich es versprochen. Das ist eine Sache, auch vom Betrug oder sowas, das existiert für mich nicht. Also ich würde niemals, also für mich gibt es nur sie. Das habe ich versprochen. Das habe ich auch von meinem Vater so gekriegt. Weil er das auch nie machen würde. Das würde ich auch nachts um 3, wenn du mich aufwächst, könnte ich dir das beantworten, dass mein Vater, der geht nicht fremd, oder mein Vater, der macht sowas nicht. Nicht, weil das irgendwie vielleicht in irgendeiner Hinsicht nicht richtig ist oder sonstiges, sondern weil er das versprochen hat. Darum geht's. Jetzt gibt es ja heute viele Männer, die die damit schon ein Thema haben. Also sich an der Stelle, wo sie jetzt gerade stehen, mit einer Frau nicht richtig einzulassen, vielleicht insgeheim oder offen darüber nachzudenken, vielleicht gibt es eine bessere Partie. Also es ist ja, wenn ich dich höre, ist ja ein unglaublich glücklicher Zustand, so zweifelsfrei zu sein. Wenn dir ein Mann gegenüber sitzt und er sagt, Fabio, ich bin mir aber nicht sicher oder ich weiß nicht, ob ich da tiefer rein will oder ob ich vielleicht fremd gehen will, was hörst du für den für einen Rat? Wie kriegt man das erstmal klar? Also wenn ich dem Mann helfen könnte, dann würde ich ihm sagen, wenn du dich wirklich für diese Frau entschieden hast, dann brauchst du meiner Meinung nach nichts anderes. Weil dann ist es auch nicht richtig gewesen. Wenn du Zweifel hast, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn dir irgendwas nicht reicht, dann stimmt irgendwas nicht. Schon wenn diese Gedanken kommen, dann kann es sein, dass man vielleicht nochmal irgendwas überdenken muss, bevor man weitergeht. Und selbst wenn, das kann immer passieren, dass man mal sagt, hey, für mich geht's hier nicht weiter oder so, dann muss man immer gucken, wie man das rüberbringt. Also im Betrugsfall bestimmt nicht, sondern offen und ehrlich. Ist Ehrlichkeit für dich ein wichtiger Wert? Ja. Hast du manchmal Situationen, also wo du schon auch Schiss hast, deiner Frau etwas zu sagen, wovon du Angst hast, das könnte sie verletzen? Oder gar nicht? Ich kam noch nicht in so eine Situation. Aber es ist komisch, also ich habe mich zum Beispiel nie getraut, erstmal so über mein Leben zu reden. So, weil ich immer gedacht habe, wenn sie weiß, wer ich war, dann will sie mich vielleicht nicht mehr. Aber ich habe es dann gemacht. Und es war so, als ob ich habe mich komplett hergegeben und das hat sie gar nicht gejuckt. Also so, das war mal so. Und selbst wenn es mal gewesen wäre, sie war stolz auf mich und sie hat mich nicht mal gesehen, wie es dazu kam, sondern sie war einfach stolz. Sie hat gesagt, sie ist stolz auf mich und es tat mir gut. Wie können wir Männer Frauen besser achten und schützen? Also jetzt wirklich auch die Frauen, die nicht direkt an unserer Seite stehen, die wir draußen sehen, auf den Straßen, die Mädchen, die Frauen etc.
Also wenn du dir was von allen Männern auf dieser Erde wünschen könntest und die würden dir für einen Moment würden die dir einfach alle zuhören. In erster Linie würde ich sagen, betrachtet das Frauen oder das Weibliche nicht als Objekt, sondern als menschliches Wesen, wo Gefühle hat und wo man nicht einfach irgendwie auf einer Party besoffen machen kann, damit man immer klar denkt oder so. Oder schlagen, weil sie vielleicht schwächer ist als du. Das bringt alles nichts. Und man weiß gar nicht, was man für Schaden anrichtet. Ein Leben ist so wertvoll und es kann durch sowas total brechen. Das kriegt eine Frau oder ein Mann, das kann jedem passieren, aber es geht. Wir müssen da extrem aufpassen. Das ist wichtig. Dass wenn wir irgendwas sehen, was nicht richtig in unseren Augen ist, dass wir dazwischen gehen. Egal, wer die Frau ist oder der Mann. Würdest du, also wenn du zum Beispiel auf der Straße siehst, dass ein Mann eine Frau respektlos behandelt, würdest du dazwischen gehen? Ja. Schon gemacht? Noch nicht gesehen. Also, ich habe schon gesehen, wie jemand eine Frau zum Beispiel angelogen hat. Da bin ich schon dazwischen, klar, das habe ich schon. Aber jetzt irgendwie so handgreiflich, so extrem handgreiflich, das noch nicht. Gott sei Dank. Was bedeutet Ehre für dich? Gibt's sowas? Das ist was ganz Großes. So, was macht die Ehre eines Mannes für dich aus? Also wann hast du das Gefühl, dir steht ein Mann gegenüber und du hast das Gefühl, okay, das ist ein Mann, die Ehre? Wenn ich dich angucke und ich habe das Gefühl, also du sagst mir zum Beispiel was und versprichst mir das oder gibst mir dein Wort und du hältst es auch. Und wenn du deine Werte selber nicht verarschen tust, so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Frau betrüge würde, dann wäre ich ehrenlos für mich. Das wäre für mich das schlimmste Vergehen, so. Weil ich dann versagt hätte. Nicht, weil ich irgendwie der Welt nicht zeigen will, dass ich sowas nicht machen würde, sondern weil ich dann meinen größten Wert irgendwie sagt, ich würde es missachten, es wäre falsch. Also, das ist für mich ein Punkt von Ehre. Noch was? Stärke. Ja, was für dich Stärke? Männliche Stärke. Dazu zu sitzen und deine, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja. Bist du stark? Ich weiß nicht. Also. Weißt du es nicht oder bist du zu bescheiden, das zuzugeben? Ich setze es halt in Verbindung, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, so mit einem König. Also, dass ein König auch stark ist, also körperlich stark oder so. Also, das bin ich zum Beispiel nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier der Mega-Protz bin. Aber es gehört zu viel dazu, stark zu sein. Also, einfach, dass du deinen Werten treu bleibst, dass du ehrlich bist und dass du hinter denen stehst, die dir wichtig sind. Und also das ist für mich ein Zeichen so von Stärke. Aber es gibt auch Stärke von der Hinsicht so nicht schüchtern sein. So diese Stärke, so dieses Männliche. So, also ich hab da immer so das Gefühl, dass ich sehe da immer, wenn ich an so Sachen denke ich an einen Mann. Und wenn mir dann jemand sagen wird, so, hey, ein König, wie soll ein König sein? Dann würde ich so erklären, König, der steht da, stark, starke Stimme, stark,
Echt? Ja. Ja. Weil für mich verkörperst du zum Beispiel Stärke. Also alles, was ich von dir sehe, ist einfach stark. Also für mich ist zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, ja, okay, ich kann es verstehen, aber ich finde, ein König kann ja auch ganz, kann relativ still sein und auch vielleicht erstmal viel weniger auffällig. Aber dann so aus der stillen Kurve kommen. Also zum Beispiel, wie du innerhalb in diesem Jahr also deinen Platz hier eingenommen hast, den vorantreibst, den entwickelst, wie du zum Beispiel mir, dem kreativen Chaoten, also wirklich einfach auf eine total ruhige Art und Weise, also hinterher bist, deine Sachen reinholst, die du einfach brauchst, wie du Sachen veränderst, Sachen ansprichst, wie du, was ich extrem schätze, wie du zum Beispiel Andrea verteidigst an bestimmten Stellen, ohne sie auf den Sockel zu stellen. Also für mich bist du stark. Und ich wünsche mir ganz toll, dass das voll bei dir ankommt, dass ich dich, also ich schätze dich total als Mann und als Mensch. Bin ganz, wirklich ein großes Geschenk, dass ich dich kennengelernt habe. Danke. Also sowas von dir zu hören, das berührt mich sehr, weil ich denke, also wenn ich zum Beispiel stark sehe, also du bist für mich stark, so, also wie du alles angehst und so, ich denke so immer, was kriege ich nie hin, so Punkt auf den Punkt zu sein und so und zu sagen, hey, das will ich so. Aber dir ist schon klar, dass du an manchen Stellen viel mehr am Punkt bist als ich. Weiß ich gar nicht. Weißt du, das ist so, also wenn ich einen Wunsch an dich habe, Fabio, und ein Wunsch ist, dass noch mehr in dir ankommt, wie schön und wie stark und wie wertvoll du für andere Menschen bist. Also meine Form von Stärke hat ja auch viel mit großer Klappe zu tun. Und ja, ich würde sagen, ich habe auch meine Art von Stärke. Und du hast wieder eine ganz andere, aber ich habe echt, also voll Respekt für dich, wirklich. Also für deinen Weg. Die Art und wirklich, also möchte ich wirklich gerne, dass du es hörst. Also die Art und Weise, wie du über Frauen sprichst, lehrt mich etwas. Wenn jetzt jemand zuhört von den Männern, ja, also ich meine, deine Geschichte ist krass. Von 160 auf jetzt? Jetzt sind so 70. Hast du das Gefühl, dass du jetzt im Balance bist? Also, dass du jetzt so deinen guten Rhythmus mit Essen etc. gefunden hast? Oder ist das manchmal noch Thema? Experten werden jetzt wahrscheinlich sagen, nach dem, was ich jetzt gesagt habe oder sagen werde, sagen, also nein, ich habe es nicht gefunden. Weil ich immer noch dran denke, nach jedem, also egal was ich mache, ich denke immer dran, das ist so ein, ich habe es an mir, weil ich wollte, also ich habe diesen, ich werde diesen Kampf nie, also ich denke, dass ich diesen Kampf nie gewinnen werde, komplett, so habe ich das Gefühl, dass ich das jeden Tag mitkämpfe bis zum Ende. Also, was meinst du mit nicht gewinnen? Also, jeden Tag achtsam sein müssen mit dem Thema, oder? Ja, also ein normales Gewicht zu haben, nicht mehr dran denken müssen, keine Sorgen mehr, dass du irgendwann mal aufstehst und es wird immer schlimmer oder es geht in eine falsche Richtung oder so. Diesen Kampf, also, der wird, glaube ich, also ich krieg's nicht los. Ich denke jeden Tag dran. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so, was passieren muss, um dass ich das endlich begreife oder dass es funktioniert. Weil manchmal tun es auch die Lebensbedingungen, ja, also manchmal macht es das aus, klar. Du kannst nämlich nur durch eine Diät, also wenn du stark übergewichtig bist, nur eine Diät wird dir nicht helfen. Du musst dein Leben sortieren, anders leben. Und dadurch, dass ich halt so in der Gastronomie tätig war, war das ganz einfach. So, weil es ging von allein. Ich musste nur wenig essen und arbeiten.
dann das hat funktioniert. Das war ein ganz einfaches Rezept. Und jetzt ist es so, dass klar die Bewegung komplett fehlt. Mhm. Also sie fehlt komplett. Klar nehme ich sie, versuche ich das in meinen Tag zu integrieren. Mhm. Und es ist auch kein Ding zu sagen, hey, das funktioniert jetzt nicht, nur weil du keine Bewegung mehr hast, sondern ich muss einen anderen Weg finden, wie das funktioniert. Und da muss ich wieder mit mir klarkommen. Also du siehst, es ist immer so ein Kampf, also es geht immer weiter. Mhm. Es bleibt nie stehen. Mhm. Und richtig wohl fühle ich fühle mich wohl, weil ich habe den schönsten Job überhaupt. Mhm. Ich habe eine schöne Familie, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern. Mhm. Ich liebe euch. Mhm. Mir geht's gut. Wichtig ist einfach nur, das zu halten. Mhm. Und nicht zu versauen. Mhm. Und deswegen muss man immer dranbleiben und wach bleiben. Mhm. Bis zum letzten Atemzug. Ja. Hat mein Lehrer immer gesagt. Wach bis zum letzten Atemzug. Wenn jetzt jemand das gerade sieht, Fabio, der mit Gewicht zu tun hat, aber es gibt ja noch viele andere Sachen, in denen wir Männer uns verlieren können. Alkohol, Rauchen, andere Süchte. Und der fühlt sich gerade auf eine gute Art und Weise getriggert. Was hast du einen Rat für diesen Menschen? Also, lass dir von niemandem sagen, du hast was zu tun, sondern wart ab, erkennst, dass was geändert werden muss, und dann nimm's voll in die Hand, und dann scheiß auf alles, sondern zieh's einfach durch, mach's für dich, Stück für Stück. Dinge passieren nicht sofort, Dinge brauchen Zeit, und dann verlieb dich in die Zeit, versuch die Zeit zu greifen und sie zu leben und sie immer wieder zu leben, und dann merkst du, wie schön das eigentlich ist, wenn mal sich Dinge zum Positiven verändern. Und dann gewöhnt man sich auch dran und dann wird es ganz einfach. Und weil du jetzt gerade schon so cool in die Kamera gesprochen hast, also wenn du die Chance hast, also stell dir einfach vor, auf der anderen Seite sitzen oder stehen gerade Männer, die offen sind, die wirklich auch ihren König, die gute Seite des Königs in sich entdecken wollen. Gibt es was du uns Männern sagen willst, was dir wichtig ist, an was du appellieren möchtest? Sagt mal öfters, dass ihr jemanden liebt habt. Denn ja, Ehrlichkeit tut sehr gut, und jemanden zu sagen, dass man einen lieb hat, das nimmt einem nicht die Männlichkeit, sondern ich finde, es ist richtig schön, deswegen sage ich das auch gern zu dir. Hm. Ich hab dich lieb, weil es halt wirklich so ist. Und es fühlt sich gut an, und das kann ich zum Beispiel mitgeben, dass das auch fürs Leben echt wichtig ist. Hm. Fabio, ich danke dir ganz, ganz doll. Danke dir. Für deine Ehrlichkeit und für deine, nicht nur für das, was du in Kompetenz reinbringst in die Company, sondern wirklich, also für die Liebe. Also ich fühle diese Arbeit und das, was wir machen, durch dich so gesehen. Und gerade dadurch, dass du deine Wertschätzung auch so oft teilst, das tut richtig gut. Danke dir. Danke fürs Zuschauen, ihr lieben Männer. Und ich hoffe, ihr seid, ihr seid genauso auf die Seele geküsst wie ich jetzt gerade. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wir danken dir für dein Zuhören. Es ist schön, dass du da bist.